Heute am frühen Morgen wurde Japan von einem gewaltigen Erdbeben erschüttert, gefolgt von einer Tsunami-Welle. Nach dem Erdbeben wächst in Japan die Angst vor einer noch größeren Katastrophe, einer radioaktiven Verseuchung. Ich sagte damals, wir haben so Störfälle hinten und vorne und von vorne nach hinten untersucht. Den Störfall, den beherrscht wirklich jeder auf dieser Welt. Die Lage in Fukushima ist dramatisch. Das Reaktorgebäude 3 des Atomkraftwerks Fukushima explodiert. Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert. Der Bundestag hat heute beschlossen, alle Kernkraftwerke vom Netz zu nehmen. Ich mache das, weil ich entsetzt darüber bin, dass wir immer noch Urananreicherungsanlagen laufen haben, Brennelementefabriken laufen haben und eigentlich die Bevölkerung glaubt, wir seien längst ausgestiegen aus der Atomkraft. Aber das ist einfach gar nicht der Fall. Germany is a full disaster. Deutschlands Entscheidung ist eine Katastrophe. Wenn Sie auf die Klimakrise schauen, ist das eine der dümmsten Entscheidungen, die man treffen konnte. Es sind die Bilder von Fukushima, die wir im Kopf haben, als wir uns auf die Reise machen. Wir wollen wissen, wo die Bundesrepublik nach dem Atomausstieg heute steht. Ist die Situation wirklich sicherer geworden? Warum gehen unsere Nachbarländer einen anderen Weg? Und brauchen wir die Atomkraft vielleicht doch noch, um die CO2-Emissionen endlich wirksam zu senken? Eine Recherche, die uns quer durch Deutschland, Frankreich und Belgien führen wird. 2011 hatte die Bundesrepublik 17 Kernkraftwerke am Netz. Die ersten 8 Meiler wurden kurz nach Fukushima abgeschaltet. In den folgenden Jahren kam das aus für 3 weitere AKW. Die 6 größten Kraftwerke laufen noch bis Ende 2021 und 2022. Dezember 2020. Im Hamburger Hafen treffen wir 2 Anti-Atomkraft-Aktivisten, Daniel und Mathis. Aus ihrer Sicht ist der Atomausstieg eine Mogelpackung. Denn Deutschland fungiere nach wie vor als Drehkreuz der internationalen Atomindustrie. Und Hamburg sei der wichtigste Hafen für den Nachschub. Dafür sammeln sie Beweise. Heute haben sie die OOCL Montreal im Visier. Das Schiff, das gerade gegenüber festgemacht hat. Die Aktivisten sind auf der Suche nach Spezialcontainern, mit denen Uran transportiert wird. Die Lieferungen finden unter großer Geheimhaltung statt. Doch die Aktivisten konnten schon mehrfach dokumentieren, dass radioaktive Fracht über den Hamburger Hafen zu einer Brennelementefabrik in Niedersachsen und zu einer Urananreicherungsanlage in Nordrhein-Westfalen verschickt wird. Detektivarbeit. Also als wir angefangen haben, so vor 15 Jahren, wussten wir eigentlich nichts über diese Transporte. Der Senat sagt ja nicht, welche Schiffe das transportieren, sondern er sagt nur, wann hat ein Transport stattgefunden. Das heißt, wir haben relativ aufwendig dann immer Segellisten abgeklopft, welche Schiffe sind denn gleichzeitig da gewesen. Und haben dann rausgekriegt, okay, es müssen diese Schiffe sein. So funktioniert dieses Geschäft, ne? Und dann merkt man, okay, das sind diese 3 Schiffe. Dann gucken wir doch mal bei Hapag-Lloyd, welche 3 Schiffe laufen auf welcher Linie. Das ist die Linie, die zweite Linie, die über Montreal läuft und so weiter und so fort. Sie halten Atomenergie grundsätzlich für gefährlich und schädlich. Es fängt ja schon beim Abbau des Uranerz an, dass dort die Landschaften verseucht werden und die Menschen, die da leben, vor allem. Die auch nichts davon haben, die nur verstrahlt werden und hinterher auch der ganze Müll da weiterhin rumliegt. Das ist ja ein sehr dreckiges Geschäft, das Atomgeschäft. Und diese gesamte Kette, die beobachten wir in Hamburg. Daniel und Mathis arbeiten mit Aktivistengruppen in ganz Europa zusammen. Aus den gesammelten Erkenntnissen haben sie die Ausmaße dieses internationalen Geschäfts rekonstruiert. Über den Hamburger Hafen gehen die Lieferungen meist zur Urananreicherungsanlage in Gronau oder zur Brennelementefabrik in Lingen. Die Aktivisten konnten zudem noch weitere Routen identifizieren. Das Uran kommt vor allem aus Australien, Afrika und Kanada. Bis zum fertigen Brennstab sind mindestens 5 Verarbeitungsschritte und oft 15.000 bis 20.000 Kilometer Transportweg nötig. Thank you.
Daniel und Mathis haben hier schon viele Nächte mit Recherchen zugebracht. Früher konnte man immer hier unten runter durchfahren und da drüben siehst du die Lichter von dem Bahnhof sozusagen, der zu Altenwerder gehört. Ja, genau. Das, ja, genau. Da kann man jetzt, weil hier alles Baustelle ist, kann man nicht durch. Hier ist sozusagen das, wo die Container nachher hinkommen. Na, hier liegt sie, die OOCL. Okay. Ja, die Frage ist, ob man hier anhalten kann, weil da hinten sind die Schienen. Du hast hier schneller so ein silberfarbenes Security-Fahrzeug an der Hacke, als du in den Busch gepinkelt hast. Die Gleisanlagen der Hamburger Hafenbahn sind sehr weitläufig und unübersichtlich. Um den Transport der gefährlichen Fracht weiter zu verfolgen, müssen die beiden erst einmal herausfinden, welche genaue Route er nimmt. Es könnte aber doch sein, Daniel, dass die hier durchfahren. Einige Lieferungen mit radioaktivem Material fallen kaum auf. Sie werden in Standardcontainern transportiert. Für Daniel und Mathis geht es auch darum, herauszufinden, welche Gleise sie blockieren müssten, wenn sie einen Transport aufhalten wollten. Das ganze Atomgewerbe ist ja sehr komplex, weil das ja so hochveredelte Stoffe sind, die dabei verarbeitet werden. Ja? Also es ist ja nicht sozusagen wie bei der Braunkohle aus der Erde graben, verbrennen, sondern du hast ganz viele Zwischenschritte, Teile davon militärisch. Das heißt, es gibt global nur so ein paar Orte, wo diese Verarbeitungsschritte gemacht werden können. Und deshalb gibt es ganz viele Transporte und für uns ganz viele Möglichkeiten einzugreifen beziehungsweise den Versuch, irgendwie einen Überblick zu bekommen jenseits dieser ganzen Anlagen, die ja wie Festungen ausgebaut sind. Deutschland ist also auch nach dem Atomausstieg noch ein wichtiges Transitland für Kernenergie. Zudem werden weiter Uran angereichert und Brennelemente hergestellt. Wir fahren nach Berlin zu Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Sie ist für die nukleare Sicherheit zuständig. Wie weit ist Deutschland im Atomausstieg wirklich? Und ist er nicht halbherzig, wenn es weiter Transporte, die Brennelementefabrik und die Urananreicherung gibt? Wie ist es mit den Atomkraftwerken? Ja, die laufen 22 jetzt aus. Wir haben Schritt für Schritt Atomenergie dann eben beendet. Und 22 ist es jetzt endlich soweit. Und das ist erstmal richtig. Da bin ich sehr froh, dass dieser Weg gegangen wurde. So, ist das schon konsequent? Nö. Also ich bin dafür, dass wir auch aus dem Rest aussteigen. Weil es ist nicht konsequent zu sagen, wir beliefern aus Deutschland dann andere Atomkraftwerke. Mit der Union, mit CDU und CSU war das jetzt eben nicht möglich. Aber auf Dauer werden die sich da dem auch nicht sozusagen entgegenstellen können. Ich glaube, die gesellschaftlichen Mehrheiten sind inzwischen da. Und wenn es andere Wahlergebnisse gibt, dann kann man das auch mal umsetzen. Unsere nächste Station, Lingen. Eine bereits zugesagte Drehgenehmigung in der Brennelementefabrik wird überraschend zurückgezogen. Der französische Mutterkonzern hat Angst vor kritischer Berichterstattung. Vom Bundesumweltministerium erfahren wir, dass sich das Unternehmen gerade wegen nicht genehmigter Brennelementelieferungen in die Schweiz und nach Belgien verantworten muss. In direkter Nachbarschaft steht das AKW Emsland, eines der letzten 6 deutschen Kernkraftwerke, die noch am Netz sind. Auch hier dürfen wir in der Anlage nicht drehen. Der Betreiber RWE lehnt ein Interview über den Atomausstieg ab. Nur 60 Kilometer südwestlich befindet sich die Urananreicherungsanlage in Gronau. Seit langem ein Ort, an dem Atomkraftgegner aus der ganzen Bundesrepublik regelmäßig demonstrieren. Daniel ist aus Hamburg angereist, um sich mit den lokalen Aktivisten auszutauschen. Die Anlage ist extrem gesichert. In Gaszentrifugen wird hier das spaltbare Uran 235 gewonnen. Eine Technik, die nur wenige Unternehmen beherrschen. Unter freiem Himmel lagern knapp 2000 Spezialbehälter mit Uranhexafluorid, dem Grundstoff für die Anreicherung. Urenco ist der zweitgrößte Urananreicherer der Welt. Diese Anlage hat keinerlei Laufzeitbegrenzungen. Das heißt, selbst wenn das letzte AKW in Deutschland stillgelegt ist, wird hier weiter Uran für Atomkraftwerke in allen möglichen Staaten, auch in Belgien, für die Schrottreaktoren angereichert. Das ist die wichtigste Atomanlage in Deutschland und sie gehört abgeschaltet.
Wir möchten mit einem Urenco-Verantwortlichen über den Atomausstieg und die Kernkraft sprechen. In der Anlage drehen dürfen wir nicht. Aber der Leiter des Standorts ist bereit, uns draußen ein Interview zu geben. Er hat in den 70er Jahren Neutronenphysik und Reaktortechnik studiert und ist überzeugter Kernkraftingenieur. Der Atomausstieg ist eine rein politische Entscheidung. Und heutzutage unter den Gesichtspunkten des Klimawandels, das nun langsam doch allen bewusst wird, und die CO2-Problematik, halte ich den Atomausstieg zum jetzigen Zeitpunkt wohl für unumkehrbar. Die politischen Entscheidungen sind getroffen, aber für völlig falsch. Mein Eindruck ist, dass die Nachbarländer, auch außerhalb der EU-Länder, etwas weitblickender mit den Energieformen, die sie einsetzen wollen, umgehen. Frankreich hat Kernenergie, baut die Erneuerbaren aus, China genauso. Holland, direkt hier an der Grenze bei uns, beschäftigt sich ganz ernsthaft mit weiteren Kernkraftwerken. Insofern hätte auch die Bundesrepublik das etwas breiter aufstellen können. Atomkraft als Brückentechnologie, bis die erneuerbaren Energien weit genug entwickelt sind? Die Risiken in Kauf nehmen, um den Klimawandel besser zu bekämpfen? Diese Argumente werden wir von Kernkraftbefürwortern noch häufiger hören. Im Nachbarland Belgien ist der Atomausstieg eigentlich für 2025 beschlossen. Doch es gibt Zweifel, ob das Land bis dahin die Atomkraft ersetzen kann. Belgien hat 7 Reaktoren. Viel für das kleine Land. In Brüssel machen wir Station bei der Atomlobbyorganisation Forum Nucléaire. Das Forum vertritt unter anderem die Betreiber der belgischen Atomkraftwerke. Mit der Klimadebatte hat auch hier die Atomindustrie neue Argumente bekommen. Kernenergie ist CO2-arm. Deshalb ist sie Teil der Lösung zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Bewältigung der enormen Herausforderungen, die unsere Länder auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2050 meistern müssen. Nur mit einem Mix aus erneuerbaren Energien und Atomkraft seien die Klimaziele zu erreichen, findet Meers Schert und verweist auf die App Electricity Map. Sie zeigt live, wie viel CO2 bei der Stromproduktion entsteht. Grün markierte Länder haben niedrige Emissionen bei der Stromerzeugung. Gelb markierte Länder und solche in Orange und dunkler haben einen ungünstigeren Strommix. Das ist die Situation in Belgien. Die CO2-Intensität beträgt 156 Gramm. Interessant ist, dass 76% unseres Strommixes kohlenstoffarm sind. Nur 13% sind erneuerbar. Der andere kohlenstoffarme Anteil ist Kernenergie. Das ist die aktuelle Situation in Deutschland. Sie können sehen, dass die Zahlen weniger positiv sind. Deutschland hat mehr als doppelt so viel erneuerbare Energien, aber trotzdem ist der Energiemix nur zu 48% kohlenstoffarm. Die Emissionen sind höher. Deutschland sei zu früh aus der Kernenergie ausgestiegen, meint Meers Schert. Nun sei es weiter auf Kohle und Gas angewiesen. Belgien solle diesen Fehler nicht machen. In Wies, nicht weit von der deutschen Grenze, steht das Atomkraftwerk Tihange mit seinen 3 Reaktoren. Kritikern gilt es als Pannen-AKW. Häufige Störfälle und Materialfehler, besonders beim Reaktor Tihange 2, haben in der Vergangenheit zu heftigen Spannungen mit Deutschland geführt. Wir wollen hier einen belgischen Stromnetzexperten zum Interview treffen, mit dem AKW im Hintergrund. Doch beim Thema Kernenergie wird die belgische Polizei nervös. Wir werden gestoppt, sollen unsere Kamera ausstellen. Nach Diskussionen und Passkontrollen dürfen wir doch drehen. Denn Damien Ernst ist als Befürworter der Kernenergie bekannt. Die Argumente der Gegner kann er kaum nachvollziehen. They are missing form. Sie sind schlecht informiert. Wenn von Kernenergie die Rede ist, sind so viele Fake News im Umlauf in den letzten 20 bis 40 Jahren. Die Menschen denken, Atomkraft ist gefährlich und sogar, dass es CO2 produziert. Die Leute sind überschwemmt worden von Falschbehauptungen und sind beim Thema Atomkraft nicht mehr sachlich. 2025 will Belgien aus der Atomenergie aussteigen. Damien Ernst warnt vor den Folgen. Dafür zeigt er uns eines der wichtigsten Umspannwerke Belgiens, 3 Kilometer vom AKW entfernt. Durch diese Leitungen wird Tihanges Atomstrom im ganzen Land verteilt.
Es ist ein sehr schöner Platz und ein wichtiger Teil der Infrastruktur für das Stromnetz in Belgien. Im Durchschnitt geht ein Drittel des belgischen Stroms durch diesen Ort. Und diese Energie würde Belgien ohne Kernkraft fehlen, meint Damien Ernst. Wir würden von russischem und amerikanischem Gas abhängig werden, um Strom zu gewinnen. Und wir müssten neue Gaskraftanlagen bauen. Das würde zu einem Anstieg von CO2-Emissionen in Belgien führen. Deutschland habe seine Vorreiterrolle als sauberes Energieland schon lange verloren, so seine Einschätzung. Deutschlands Entscheidung ist eine komplette Katastrophe. Deutschland hat es in den letzten Jahren nicht geschafft, seine CO2-Emissionen zu reduzieren. Es hat in erneuerbare Energien investiert, um die Kernkraft zu ersetzen, aber es hat nicht geschafft, den Verbrauch von fossiler Energie zu reduzieren. Und so werden die Emissionen in den kommenden Jahren noch steigen. Diese Einschätzungen werden längst nicht überall geteilt. Wäre eine Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke in Deutschland überhaupt eine Option? In Pulheim sind wir beim Stromnetzbetreiber Amprion. Von hier aus wird das europäische Stromnetz kontrolliert. Wir sind die Ersten, die hier drehen dürfen. Abschaltung von Windgeneratoren kommen strombedingt? Die Information haben wir noch nicht, aber wir gehen davon aus. Wir gehen aber auch davon aus, dass wir allein schon wegen Überlastung auf Leitungen. Der Leiter der Systemführung, Joachim Vanzetta, hält den Ausstieg aus der Atomkraft zwar für eine Herausforderung, aber dennoch für die richtige Lösung. Also erstmal ist unsere CO2-Bilanz nicht schlechter geworden, weil wir genauso viel Strom mittlerweile in Erneuerbaren erzeugen, wie wir vorher in Kernenergie erzeugt haben und so sich das die Waage hält. Wäre man nur als Gedankenspiel aus der Kohle ausgestiegen, hätte die Kernenergie weiter betrieben und Erneuerbare zugebaut, dann wäre unsere CO2-Bilanz deutlich besser geworden natürlich. So hat man eine CO2-freie Energieform, Kernenergie, mit einer anderen CO2-freien Energieform, Wind und Solar, sozusagen substituiert und ersetzt. 2011 hatte das Argument Sicherheit oberste Priorität. Heute hat der Klimaschutz mehr Gewicht. Dennoch, in Deutschland wollen selbst die großen Stromkonzerne Vattenfall, RWE, Preußen Elektra und EnBW den Ausstieg nicht rückgängig machen. Für den überstürzten Abschied vom Atom haben sie milliardenschwere Entschädigungen vom Staat erstritten. Bei unserem Nachbarn Frankreich wird weiter investiert. Atompolitik spielt hier traditionell eine starke Rolle. Das ist de Gaulles Erbe. Als stolze Atomnation bezieht Frankreich mehr als 70% des Stroms aus Kernenergie, der höchste Anteil weltweit. Viele der 56 Reaktoren sind alt. Dennoch hält Präsident Macron an der Atomkraft fest. Die Zukunft unserer Energie und unserer Umwelt hängt von der Kernkraft ab. Kernenergie ist eine kohlenstofffreie, sichere Energie. Ja, wenn es darum geht, Strom zu erzeugen und gleichzeitig das Klima zu schützen, ist die Kernenergie ein wichtiges Mittel. Flamanville, ein kleiner Ort in der Normandie mit weniger als 2000 Einwohnern. Früher eine strukturschwache Region. Wir wollen wissen, wie man hier über die Atomkraft denkt. In den 70er Jahren entschieden sich die Einwohner der Stadt für das Kernkraftwerk. Seit 38 Jahren ist Patrick Fauchant hier der Bürgermeister. Er hat selber als Ingenieur in der Atomindustrie gearbeitet. C'était aussi faire un choix important puisque Die Gemeinde hat damals eine wichtige Entscheidung getroffen. Durch die Entscheidung wurde die Landzunge, die für den Ort so wichtig war, in zwei Teile geteilt. Es war eine Art Opfer für die Arbeitsplätze, mit dem Ziel, auf lange Sicht weiter hier arbeiten und die Familie ernähren zu können. Drei Reaktoren stehen an der Spitze des Kaps. Seit 2007 wird ein Reaktor der neuesten Generation gebaut. Doch das Vorzeigeprojekt macht Schwierigkeiten. Jahrelange Verzögerungen, gravierende Sicherheitsprobleme, explodierende Kosten.
Von 3,4 Milliarden auf etwa 19 Milliarden Euro, so schätzt der französische Rechnungshof. In Flamanville ist man dennoch überzeugt von der Kernkraft. Der Staatskonzern EDF ist einer der größten Arbeitgeber der Region. In die Sicherheit haben die meisten hier großes Vertrauen. Das ganze Leben ist ein Risiko. Es kann einem auch etwas passieren, wenn man über die Straße geht. Ich glaube, dass die Kernkraft im Moment die richtige Lösung ist. Noch gibt es niemanden, der mir erklären könnte, wie man sonst Milliarden von Kilowatt Strom produzieren kann. Sonst gerne her damit. Es gibt sicher viele, die sich dafür interessieren würden. Und die Stadt profitiert. Mit den Steuergeldern der Atomindustrie konnte die Gemeinde zum Beispiel ihr Schloss retten. Doch diese Vorteile seien nicht alles. Ja, d'une part. Es ist eine Art moralischer Vertrag, der zwischen der Bevölkerung und dem Land geschlossen wurde. Ein Vertrag, um die Energieversorgung der Nation zu sichern. Schließlich ist es nicht nur eine lokale, sondern auch eine nationale Angelegenheit. Daher sind wir sehr stolz, dass unsere Gemeinde einen Beitrag zur Energieversorgung des Landes leistet. Doch es gibt auch hier nicht nur Befürworter. An der Spitze der Landzunge, gegenüber vom Kernkraftwerk, treffen wir Yannick Rousselet. Er ist hier geboren und kämpft seit Jahrzehnten mit Greenpeace gegen die Atomlobby in Frankreich. Viele der französischen Reaktoren seien viel zu alt und zu gefährlich. Dass die Menschen vor Ort trotzdem für die Atomkraft sind, wundert ihn nicht. Sie haben keine andere Wahl. Zwei Drittel des Budgets des Departements stammen heute aus der Atomkraft. Sie sind also offensichtlich abhängig. Deshalb haben wir auch eine super Infrastruktur. Auf dem Land gibt es Straßenlaternen, die die Kaninchen beleuchten. Es gibt Schwimmbäder und Stadien ohne Fußballmannschaften. Die Atomindustrie kauft die Abgeordneten und ihr Gewissen. Und das ist ein echtes Problem. Für manche französischen Regionen ist die Atomkraft ein entscheidender Wirtschaftsfaktor. Manchmal beziehen auch wir Atomstrom aus dem Nachbarland. Eigentlich ist Deutschland ein Stromexportland. Doch weil der Anteil von Kohle und Atomkraft am Energiemix sinkt, kam im Jahr 2020 etwa 36% mehr Strom aus dem Ausland als im Jahr davor. Jedes einzelne Quadrat ein Kraftwerk. Von Windenergie über Solarenergie bis Kernkraft. Man kann zum Beispiel sehr gut erkennen, wie hoch der Stromimport und Export von beispielsweise Deutschland nach Niederlande, nach Belgien, nach Frankreich ist. Und hier, wenn wir ein bisschen nach Frankreich reingehen, sehen wir, dann speisen die Kraftwerke in Cattenom ein. Und zwar 1, 2, 3, 4 Kernkraftwerksblöcke. Und wenn man sich jetzt mal auch anguckt, wo ein Teil dieses Kernenergiestroms hingeht, nämlich das ist hier die Kuppelleitung, also die Leitung, die von Frankreich nach Deutschland geht, dann geht die zum größeren Teil in ein Örtchen namens Ennsdorf, wo wir früher mal Kohleverstromung haben. Besteht natürlich jetzt durch den Wegfall der Kohleverstromung sozusagen eine Stromnachfrage. Und die wird physikalisch gerade aus dem Kernkraftwerk Cattenom gedeckt. An nur wenigen Tagen im Jahr, wenn weder die Sonne scheint noch der Wind weht, braucht Deutschland Atomstrom aus Frankreich. In der restlichen Zeit sei der Strompreis aus Atomenergie zu hoch. Viel Energie erzeugen kann man mit dem Kernkraftwerk, weil die sind hoch verfügbar und erzeugen rund um die Uhr eigentlich im ganzen Jahr Volllast. Aber sie müssen eben auch die Vollkosten einrechnen. Zu den Vollkosten gehört natürlich auch der Bau von Kernenergiekraftwerken oder Kernkraftwerken. Dazu gehört auch die Entsorgung. Sie müssen weiterhin in Sicherheit investieren und in Sicherheit forschen. Und sie müssen hinterher die Kernkraftwerke ja auch wieder abbauen. Der reine Energieerzeugungspreis, also die beweglichen Kosten, die sind relativ gering. Aber die Vollkosten sind natürlich schon sehr hoch. Wir suchen einen Experten, der für uns die Atomkraft und den Energiemarkt bewerten kann. Und fahren dafür nach Berlin. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat eine große Studie zur Kernenergie veröffentlicht. Autor ist unter anderem Professor Christian von Hirschhausen. Auch aus seiner Sicht ist Atomenergie weder kostengünstig noch sicher. Ohne den Staat bzw. das Militär und die Grundlagenforschung gäbe es keine Kernkraft. Die Kernkraft gäbe es, aber man würde sie nicht entwickeln, weil es teuer ist und es ist verdammt gefährlich. Kernkraft ist unglaublich gefährlich, weil die
seltenen, aber durchaus vorkommenden Unfälle extrem hohe Kosten haben und weil man die Technologie letzten Endes nicht beherrscht. Zwar gab es in Europa seit Tschernobyl keine große Reaktorkatastrophe mehr, aber das bedeutet nicht, dass es keine Störfälle gegeben hat. In dieser Karte sind nur Störfälle und Unfälle verzeichnet, die so ernst waren, dass sie mindestens zu einer Notabschaltung geführt haben. Manche Kernkraftwerke kommen auf 3 bis 4 solcher Vorfälle pro Jahr, vor allem in den Nachbarländern. Und das sind nur die Störfälle seit Fukushima. Ist die Kernenergie also gefährlicher als allgemein bekannt? Wir suchen Antworten am Karlsruher Institut für Technologie. Dort forscht man seit Jahrzehnten an der Sicherheit von Atomkraftwerken. Früher hieß der Standort Kernforschungszentrum Karlsruhe. Auf dem Gelände steht noch ein alter Forschungsreaktor. Es gibt sogar ein Versuchslabor, das Kernschmelzen simuliert. Die Ingenieure wollen herausfinden, ob sich ein Super-GAU wie in Fukushima durch nachträgliches Fluten mit großen Wassermengen noch verhindern lässt. Dazu senken sie Versuchsbrennstäbe in einen Druckbehälter. Die Hitze für die simulierte Kernschmelze liefern allerdings keine Uranpellets, sondern elektrische Heizelemente. Komplizierter geworden. Gerade das Beispiel Fukushima hat natürlich jetzt erstmal, war das ja sehr eindrücklich. Eine hochindustrialisierte Nation schafft es nicht, solch einen Unfall zu beherrschen, wo wir davon ausgegangen wären, dass er auf jeden Fall beherrschbar ist, weil man das schon sehr, sehr oft durchgespielt hat. Und dass das für die Bevölkerung, aber auch für die Politik natürlich dann quasi wie ein Schock ist und sagt, kann das denn nicht dann auch, wie auch immer, anders geartet, natürlich haben wir keine Tsunamis an der Donau oder so, aber kann das denn nicht bei uns auch passieren? Ich persönlich glaube, dass man es sehr wohl verantworten kann und es wird ja auch in Europa, also in manchen Ländern so, so gesehen, von dem her, gut, aber wir leben hier in Deutschland und da hat man demokratisch anders entschieden und dann ist das eben so. Die Forschung zur Kernkraftsicherheit geschieht im Auftrag der Bundesregierung, auch nach dem Atomausstieg. Davon profitieren vor allem Kraftwerksbetreiber in anderen Ländern. Einerseits klingt das absurd. Andererseits ist die Forschung am KIT durchaus in deutschem Interesse. Ich trage dazu bei, dass Kernenergie in Nachbarländern sicherer ist. Was die Nachbarländer machen, das sind nationale Entscheidungen. Die können, also ich sowieso nicht und Sie nicht und auch Frau Merkel nicht entscheiden, ob Frankreich weiter Kernenergie baut oder nicht. Was wir hier nur tun können, wissend, dass Strahlung nicht vor Ländergrenzen Halt macht, wir können unseren Beitrag dazu leisten, dass weltweit Kernenergie, Kernkraftwerke so sicher wie möglich sind. Und das werde ich die verbleibenden Jahre meiner Berufslaufbahn auch noch gern tun. Bedarf an mehr Sicherheit gibt es genug. Direkt hinter der Grenze stehen einige Atomkraftwerke, die immer wieder durch Störfälle aufgefallen sind. Unter anderem die 7 belgischen Meiler stehen in der Kritik, alle zwischen 36 und 46 Jahre alt. Das Städtchen Huy wäre als erstes betroffen, wenn es hier einen großen Unfall gäbe. Trotzdem. Sorgen macht man sich hier nicht. Das kennen wir hier schon seit Jahren. Und bei all den Sicherheitsvorkehrungen, die es gibt, müssen wir uns keine Sorgen machen. Ich weiß, dass es Vorteile für die Stadt gibt, weil auf diese Art Geld reinkommt. Einige aus meiner Familie arbeiten dort. Also für mich ist das kein Problem, weil ich die Anlage seit meiner Kindheit kenne. Natürlich wäre es besser für die Umwelt, wenn sie abgeschaltet würde. Andererseits ist es eine gute Einnahmequelle für die Gemeinde. Aber klar, die Zukunft Belgiens wäre ohne das Atomkraftwerk besser. Atomkraftgegner haben es hier schwer. Leo Tubax ist einer der bekanntesten belgischen Aktivisten. Er kämpft mittlerweile auf relativ verlorenem Posten. Die alten Reaktoren in Tihange und Doel müssten endlich abgeschaltet werden, weil sie nicht sicher genug sind, meint er, und schaut sich alte Nachrichten über die früheren Proteste an. Das Atomkraftwerk an der Maas ist in die Jahre gekommen, das sieht man auf den ersten Blick. Er hat vor Gericht gekämpft, mit der belgischen Atomaufsicht gestritten und Demonstrationen organisiert. Es war ihr Protest. Bürger aus 3 Ländern auf den Straßen der Region über alle Grenzen hinweg. Der Höhepunkt des Protestes, eine 90 Kilometer lange Menschenkette mit 50.000 Demonstranten aus Deutschland, den Niederlanden und Belgien.
vereint im Kampf gegen die Atomkraft. Das war sehr, sehr bewegend. Es war eine aufregende Zeit und gleichzeitig war es nicht genug. Es hat nicht gereicht. Die Diskussion darüber, wie es weitergehen sollte, war nicht ganz einfach. Aber die Aktionen selbst haben uns beflügelt, auch wenn sie sehr viel Kraft gekostet haben. 2020 hat ein belgisches Gericht entschieden, dass die umstrittenen Reaktoren weiter betrieben werden dürfen. Viel zu riskant in einer dicht besiedelten Gegend wie dem Dreiländereck, findet Leo Tubax. Und dass belgische Atomkraftwerke regelmäßig mit Brennelementen aus Deutschland beliefert werden, ärgert ihn. Deutschland kann seine Brennstäbe gerne bei sich behalten. Wir wollen die gar nicht haben. Nur Framatome in Lingen kann diese Brennstäbe herstellen. Und wenn sie nicht kämen, müssten die zwei Reaktoren in Doel 1 und Doel 2 abgeschaltet werden. Wir können gut auf sie verzichten. 5 der belgischen Reaktoren sollen voraussichtlich bis 2025 in Betrieb bleiben. Die belgische Regierung behält sich vor, zu prüfen, ob die Laufzeiten der beiden jüngsten Reaktoren darüber hinaus verlängert werden sollen. Ja klar, macht mir das Sorgen, wenn solche alten Kraftwerke weiterlaufen. Kraftwerke sind auf eine bestimmte Zeit ausgerüstet sozusagen und die können auch nicht beliebig immer nachgerüstet werden. Deswegen ist das schon was, was mir Sorgen macht. Aber wir müssen die Souveränität von Frankreich, von Belgien und von den anderen anerkennen. Die entscheiden über ihren Strommix selber. Und deswegen tun wir das, was wir tun können, nämlich werben für unseren Weg, zeigen, dass das deutlich günstiger ist als den Weg, den andere wählen, und darauf achten, dass bei allen Sicherheitsfragen, die für die Kraftwerke relevant sind, wir beteiligt werden, dass wir informiert werden, dass wir Fragen stellen können, dass wir Informationen bekommen, die sonst eben nicht öffentlich sind, damit wir wirklich auch nachvollziehen können, tun die alles für die Sicherheit dieser Kraftwerke. Frankreich ist eines der Länder, das die Laufzeiten der Kraftwerke nun aufs Äußerste strapaziert. Während unserer Dreharbeiten verkündet Präsident Macron, die Laufzeit von 32 französischen Reaktoren auf 50 Jahre zu verlängern. Doch hier macht man sich nicht nur Sorgen um die alten, sondern auch um den neuen EPR-Reaktor. Heute findet eine Demonstration gegen den Transport von Brennelementen nach Flamanville statt. Egal wie das Wetter ist, ich stehe hier, um zu verhindern, dass der EPR an den Start geht, in dem miserablen Zustand, in dem er sich befindet. Wir haben viel Grund, beunruhigt zu sein. Wir hoffen, dass der EPR nie Strom produzieren wird. Denn beim Bau sind viel zu viele Fehler aufgetaucht. Nach 13 Jahren Bau steht der EPR-Reaktor nun kurz vor der Teilinbetriebnahme. Auch Yannick Rousselet ist gekommen. Es habe unter anderem gravierende Probleme mit dem verarbeiteten Stahl für den Reaktordruckbehälter gegeben, sagt er. Es gebe Zweifel an der Sicherheit. Der EPR von Flamanville ist ein erheblicher industrieller und wirtschaftlicher Misserfolg. Schon im Jahr 2012 sollte der Reaktor Strom produzieren. Doch dieser Reaktor wird frühestens Ende 2022 anlaufen können. Heute will EDF einfach eine politische Botschaft aussenden. Sie wollen der Welt sagen, seht her, das Kraftwerk ist in Ordnung. Wir liefern sogar schon Brennstäbe. Rousselet kritisiert, dass viele Reaktoren in Frankreich extrem alt und damit eine Gefahr auch für die Nachbarländer sind. Jeder weiß nach Fukushima, nach Tschernobyl, dass die radioaktive Wolke sehr, sehr weite Strecken zurücklegt. Und deshalb hat das natürlich Konsequenzen für die Nachbarländer. Ein Unfall kann mit seiner radioaktiven Strahlung eindeutig ganz Europa verseuchen. Die Risiken der Kernkraft machen nicht vor Ländergrenzen halt. Auch das ist ein Thema bei den Protesten der Atomkraftgegner. An diesem Tag müssen sie noch lange auf den Transport warten. Am Abend kann der LKW mit den Brennelementen fast ungestört passieren. Während Frankreich die Zukunft der Kernenergie plant, bereiten in Deutschland vor allem die Hinterlassenschaften der Atomzeit Probleme.
Im November 2020 versammeln sich Atomkraftgegner im niedersächsischen Norden Hamm. Denn hier werden 6 Castoren aus der britischen Wiederaufbereitungsanlage Sellafield verladen. Sie sollen in ein Zwischenlager ins hessische Biblis transportiert werden. Auch Daniel aus Hamburg ist gekommen. Wir sind jetzt in Biblis schon ziemlich hektisch unterwegs, mit Reiterstaffeln und allem möglichen drum und dran. Sie fliegen irgendwie mit den Hubschraubern schon in Nordenham rum. Das machen die doch nicht einen Tag vorher. Also sie passen in den nächtlichen Güterfahrplan, da passen sie mit ihrer Geschwindigkeit besser rein. Die Polizei hält den Fahrplan und die möglichen Routen streng geheim. Wir müssen den Zug stoppen. Das restliche Jahr über hört uns keiner zu oder sind andere Themen wichtiger. Und das ist das, was wir jetzt auch machen. Ein Nadelöhr für den Castor-Transport ist der Bremer Hauptbahnhof. Die Polizei hat hier starke Kräfte zusammengezogen. Auf dem Bahnhofsvorplatz haben Castor-Gegner eine Kundgebung angemeldet. In einem nahegelegenen Park treffen wir eine kleine Gruppe von Robin Wood-Aktivisten, die offenbar eine Aktion plant. Es gibt eine Dreiergruppe, eine Zweiergruppe. Ihr beide plus Max geht vor mit so 20 Meter Abstand. Und egal was ist, ihr fangt schon an. Wir gehen hoch. Wir stehen da nicht mehr rum und suchen. Wenn da Sekus sind, dann muss Carsten die beschäftigen. Wir fangen an. Den Aktivisten ist klar, dass sie sich mit ihrer Aktion möglicherweise strafbar machen. Ich mache das, weil die Bevölkerung glaubt, wir seien längst ausgestiegen aus der Atomkraft. Aber das ist einfach gar nicht der Fall, sondern wir bleiben weiter drin. Wir schalten bloß ein paar Kraftwerke ab und die ganze Kette, die dahinter hängt, lassen wir laufen. Und das darf aus meiner Sicht überhaupt gar nicht sein. Während die Polizei den Bahnhof von außen bewacht, klettern die Aktivisten von einem der Bahnsteige die Stützpfeiler empor. Ja, beeilt euch. Beeilt euch, die kommen bestimmt hinterher. Einer von ihnen filmt die Aktion. Ja, hoch. Geht hoch. Geht hoch. Scheiße, hier ist ein dicker Knoten drin. An der roten Leine wollen sie ein Transparent entrollen. Wie ich das verstanden habe, haben die erstmal den Bahnverkehr unter euch gesperrt, weil sie meinen, dass die Polizei sperrt den Bahnhof und 2 Gleise. Jetzt ist es nicht nur Hausfriedensbruch, sondern wahrscheinlich auch gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr. Wenn die kommen, seilst du dich ab. Darunter. Ich vermute nämlich, die kommen gleich euch zu holen. Ja. Das heißt, wenn ihr noch einen Banner aufspannen wollt, dann los. Perfekt. Kurz nachdem das Banner hängt, ist eine Sondereinheit der Polizei mit Klettergurten auf dem Dach. Die ganze Aktion hat nur rund 30 Minuten gedauert. Die Aktivisten werden vorläufig festgenommen, ihre Ausrüstung beschlagnahmt. Gegen alle Beteiligten werden Strafverfahren eingeleitet. Das nehmen sie für ihr Anliegen in Kauf. Es gibt keinen Atomausstieg in Deutschland. Das halte ich für eine ganz wichtige politische Forderung, dass wir komplett aussteigen und nicht nur so einen Pseudo-Ausstieg machen, wie er gerade angekündigt ist. Der Castor hat das Bewusstsein der Öffentlichkeit wieder einmal auf den Atommüll gelenkt. Dabei ist die ungelöste Endlagerfrage nur eines von vielen Problemen. Es gibt jede Menge kernenergetische Transporte durch Deutschland, durch Europa. Und von daher ist es falsch, von einem Ausstieg zu sprechen. Wir können, das ist ja keine U-Bahn, aus der man aussteigt und dann ist es vorbei. Rückbau ist ein großes Thema, spricht keiner drüber. Es sind international von den Hunderten von Kraftwerken, die abgeschaltet worden sind, erst 20 rückgebaut. In Frankreich kein einziges. Wir haben Atomkraft und wir werden die auch noch 1 Million Jahre haben. Damit muss man umgehen. Was den Rückbau angeht, ist Deutschland immerhin einen Schritt weiter. Beispiel Neckarwestheim bei Stuttgart. Während Block 2 des Kernkraftwerks noch bis Ende 2022 laufen darf, hat in Block 1 der Rückbau schon begonnen. Nach dem Auslagern der Brennstäbe beginnt das Zerlegen des Reaktordruckbehälters. Alle radioaktiv belasteten Teile müssen später in einem atomaren Endlager deponiert werden. Gleiches geschieht in den Kraftwerken Obrichheim und Philippsburg.
Hier wurden im Frühjahr 2020 die beiden markanten Kühltürme gesprengt. Die deutschen Atomkraftwerke verschwinden Stück für Stück. Die Sorge von Kernkraftgegnern und Befürwortern ist nun, dass die Kompetenz ebenfalls verschwindet. Wir können ja unsere Vergangenheit nicht auslöschen. Wir haben lange Atomkraft genutzt, 3 Generationen lang. Und wir werden ja auch lange auch noch mit Atomkraft zu tun haben, nämlich mit den Hinterlassenschaften. Ich möchte sowohl die Kompetenz in Deutschland haben, einzuschätzen, halten wir das, was andere tun, für sicher, als auch die Kompetenz, weiter daran zu arbeiten, das, was wir haben, so sicher wie möglich, mit dem Stand der Erkenntnis, der heute in der Forschung da ist, dann eben auch zu lagern. Am Karlsruher Institut für Technologie versuchen die Wissenschaftler, entsprechende Kompetenzen weiterzuentwickeln. Sandra Weig untersucht gerade in ihrer Doktorarbeit, wie sich die Hüllen von abgebrannten Brennstäben durch die jahrzehntelange Lagerung verändern. Den Alterungsprozess simulieren die Forscher an Modellbrennstäben ohne Urankern. Niemand weiß, wie es langfristig in den derzeit 1400 Castor-Behältern aussieht. Mich selbst interessiert es natürlich, was dann mal später mit dem Atommüll passiert. Vor allem auch, weil Philippsburg hier in der Nähe ist und ich von hier komme, möchte ich natürlich wissen, wie sicher kann das gelagert werden, das Ganze. Und da ist es eben wichtig, dass man die ganzen Prozesse versteht, was eben negative Effekte hat auf das ganze Material, wie langfristig man das lagern kann. Weil man muss ja verstehen, dass in diesen Trockenlagerungsbehältern, wenn die jetzt schon seit 80 Jahren lagern, theoretisch durch die ganzen Transportprozesse ja schon Risse entstehen können. Und das muss man verstehen. Das Problem der Endlagerung, die immensen Kosten und enormen Risiken werden uns noch lange begleiten. Die deutsche CO2-Bilanz könnte besser aussehen, wenn die Kernkraftwerke noch länger am Netz geblieben wären. War der Atomausstieg die richtige Entscheidung? Wenn ich mir das international angucke, dann bin ich erstmal froh, dass es uns in Deutschland gelungen ist, überhaupt diesen Weg, Ausstieg aus der Atomenergie, zu gehen. Das ist erstmal das Allerwichtigste, finde ich. Der Atomausstieg in Deutschland ist noch lange nicht konsequent vollzogen. Aber es sind erste Schritte gemacht. Werden die europäischen Nachbarn irgendwann folgen? Aktuell sieht es nicht danach aus. Eine wichtige Rolle könnte eines Tages die Entwicklung der Strompreise spielen. Da die Kosten für erneuerbare Energien deutlich fallen und die Kernenergie für ihn immer teurer wird und Macron jemand ist, der vor allem an Geld denkt, glaube ich, dass er früher oder später erkennen wird, dass Atomkraft nicht rentabel ist. Europa ist nur ein kleiner Teil der Welt. Und wenn man nach Indien, China, Russland, ganz Asien schaut, dort wird massiv in Kernenergie investiert. Massiv. Ich glaube, dass wir in Europa vielleicht mit diesem dualen System gar nicht so schlecht fahren könnten. Wir steigen aus der Kernenergie aus. Deshalb fokussieren wir wirklich die Forschung, die ganzen Entwicklungen auf die erneuerbaren Energien. Andere Länder bleiben in der Kernenergie und gemeinsam kann das dann, glaube ich, für Europa ja wirklich ein Erfolg werden. Der deutsche Atomausstieg ist unumkehrbar. Darin sind sich Politik und Bevölkerung mehrheitlich einig. Ein Risiko wird bleiben, solange sich Firmen in Deutschland aktiv am Atomgeschäft beteiligen und unsere Nachbarländer ihre Reaktoren weiter betreiben. Das ist 10 Jahre nach Fukushima eine zwiespältige Bilanz.